Hallo Schütze, herzlich willkommen bei deinem Monatsreading hier bei Löwenherz-Lenormand für den Mai 2024. Ja, ich fange wie immer an, auf eure Energien hier zu legen. Ich fange an mit der gedanklichen Ebene. Es geht durch den Kopf. Dann schauen wir, womit ihr euch auseinandersetzen müsst oder dürft, welche Personen auftauchen und so weiter und so fort. Einfach die Energien für euch im Mai. Und ich beginne mit den Lenormand-Karten und dann schauen wir einmal für die Schützen. Was geht dem Schützen im Kopf herum? Da haben wir drei Karten für die gedankliche Ebene hier. Wir machen gleich weiter mit der realen Ebene, womit ihr euch auseinandersetzen müsst im Mai. Und dann schauen wir einmal. Wir klären auch gleich weiter mit dem Tarot, aber erstmal hier vorab. Ich glaube, es geht euch etwas im Kopf herum, was euch etwas Kopfschmerzen bereitet, sagen wir es mal so, weil ihr irgendwie in Unwissenheit hier gehalten werdet von jemandem oder von mehreren Personen. Ihr wisst irgendwas nicht und darüber macht ihr euch Gedanken, kommt da, glaube ich, gedanklich nicht so richtig weiter. Wir haben hier als Hauptthema haben wir den Baum. Es ist schon was, was euer Gesamtleben, sage ich mal, so betrifft. Ne? Das ist keine Kleinigkeit hier und auf jeden Fall kann ich sagen, dieses Nichtwissen, diese Unwissenheit blockiert euch hier irgendwie in einem Lebensbereich, der schon wichtig ist. Ich habe das hier so mit der Sense und den Eulen hier. Die haben ja zwei Bedeutungen, einmal die Eulen und einmal die Vögel. Und ich sehe das hier mehr als Vögel an, als Stressenergie, weil hier auch die Sense liegt. Es stresst euch einfach, immer mal wieder. Es lässt euch irgendwas nicht in Ruhe im Mai. Und da legen wir Tarotkarten drauf. Es kann auch gut sein, dass es zwei Personen sind, die euch da irgendwie... es macht euch irgendwas hier sehr unruhig und bringt euch irgendwie nicht weiter. So, wir schauen mal den Tarot. Was sagt das Tarot denn noch dazu hier? Erstmal zu der gedanklichen Ebene. Das ist mir zu viel. Ich will da erstmal nur eine Karte. Sechs der Münzen. Und das Gericht. Ja, hier muss jemand was in Ordnung bringen, ja. Darauf wartet ihr vielleicht. Da passiert aber nichts Wirkliches. Ihr wisst nicht, woran ihr bei diesen Menschen seid. Das Gericht ist auch immer so der innere Weckruf, ne? Es kommt hier mit... wie soll ich das ausdrücken? Das ist so, auf einmal merkt ihr, dass hier stimmt was Großes nicht, ja. Das Gericht ist auch immer als sehr groß anzusehen, ja. Das ist nicht so eine Kleinigkeit hier, was euch an einem Menschen oder an euch, an Menschen stört. Ihr wollt hier was ändern, auf jeden Fall. Ihr wollt hier was ändern und es geht hier um einen Ausgleich mit den sechs der Münzen, also die kleine Gerechtigkeit und dieses Zeichen kommt nicht. Ja, ihr wisst nicht, woran ihr seid, es passiert hier nichts. Wir schauen mal weiter. Etwas lässt euch nicht los und das hängt mit anderen Menschen zusammen oder mit einer Person oder mit mehreren. Da haben wir die Königin der Kelche und die Liebenden. Oha, ja. Das ist so ein unterbewusstes Gefühl, weil die Königin der Kelche, die hört auf ihr Gefühl.
Die Gefühle sind im Fokus bei der Königin der Kelche. Die spielen die größte Rolle hier, ja? Und ihr habt so ein Gefühl, irgendwas, das ist doch nicht in Ordnung, was hier passiert, ja? Ihr wisst irgendwas nicht. Die Liebenden, es geht um eine Beziehung. Die Liebenden immer auf Augenhöhe. Es hat auch was mit Selbstliebe zu tun, ja? Nur wenn ich mich selbst respektiere, respektiert mich der andere. Und das ist hier nicht gegeben, ja? Jemand lässt euch hier im Unklaren und das hat was mit noch einer anderen Person zu tun. Da wird nichts ausgesprochen, ja. Das ist auch, wenn du das nicht weißt, dann blockiert dich das in deinem ganzen Alltag, ja, weil hier irgendjemand nicht offen und ehrlich ist und ihr spürt das im linken Zeh, sage ich mal. Und jetzt schauen wir mal weiter. Was gibt es hier noch zu den 6 der Münzen zu sagen? Ass der Schwerter. Das Ass der Schwerter spricht die Wahrheit und bringt Klarheit, die hier fehlt. Das ist das, was ihr möchtet. Ihr möchtet einfach, im Grunde genommen möchtet ihr wissen, woran ihr seid. Wie das auch immer sein mag, diese Wahrheit, ihr möchtet diese Wahrheit wissen, weil das lässt euch hier keine Ruhe, ja? Dieses Nichtwissen, woran man ist. Und da haben wir hier den Herrscher. Der Herrscher ist, ihr seht hier diesen Betonstuhl, auf dem der sitzt, ne? Das ist so ein bisschen Symbol dafür. Also erstmal ist es Widder oder Steinbock auch und hier ist so ganz viel Steinbock-Energie, so kardinale Erde. Man lässt hier auch nicht zu an Emotionen, ja. Hier sagt einer, so das will ich und da gehe ich hin und der Rest ist mir egal. Hier hast du es mit jemandem zu tun, der wirklich so im Ego ist, seinen Weg geht. Und euch da so ein bisschen emotional bleibt ihr da auf der Strecke, weil ihr gar nicht wisst, was. Da, also der gibt keine Erklärung ab. Du hast es mit jemandem zu tun, der keine Erklärung abgibt. So will ich das mal sagen. Und es geht dabei, meine ich, noch um eine andere Person. Und das ist das, was euch hier im Mai blockiert. Wir machen hier weiter. Die Wege, das Kreuz, eine Karte noch und die Fische. Das ist eine seelische Belastung für euch, ja. Eine seelische Belastung, weil hier jemand nicht offen und ehrlich ist. Oder ehrlich will ich gar nicht sagen. Na, dieser Mensch lügt nicht, aber er sagt auch nicht alles, ja. Und man muss sich so ein bisschen das selbst zusammenreimen, wie nun der Stand der Dinge ist. Das ist was, was euch hier tatsächlich belastet, emotional und seelisch, weil hier jemand keine Entscheidung trifft, richtig, ja? Keine klare Entscheidung. Wir haben hier die Wege unter dem Berg. Was gibt es denn sozusagen für diese Entscheidung? Zu viel ein. Oh, okay. Die flog raus. Ja, Gerechtigkeit. Hier hast du das Schwert, was da ist letztendlich, ja. Und hier haben wir die kleine Gerechtigkeit, so nenne ich die 6 der Münzen. Und hier die Gerechtigkeit, hier hebt jemand das Schwert und sagt, wie es ist und fällt hier ganz klar eine Entscheidung und ist hier offen und ehrlich dabei. Darum geht's. Das ist das, was du hier einforderst. Und hier haben wir nochmal 7 der Kelche. Das ist Neptun-Energie. Neptun
kann hier für Täuschung sorgen, für eine Illusion, ja. Du siehst ja, der zaubert hier ein Ding nach dem anderen aus den Kelchen. So ein bisschen der Zauberer, der alles verdeckt hält, das sind sieben der Kelche, so eine Illusion, dass dir hier eine Illusion verkauft wird. Ja? So hast du das Gefühl bei diesen Menschen. Und du forderst hier ganz klar eine Entscheidung, weil das im Mai, glaube ich, zu einem Punkt gekommen ist, wo es für dich nicht mehr machbar ist. Da schaue ich nochmal mit dem kleinen Tarot drauf, was es da noch so zu sagen gibt hier. Ach nee, das ist mir hier zu viel, Leute. Das eine nur. Okay, da haben wir der Gehängte, ja, Stillstand. Der Gehängte steht für nichts geht mehr, ne? Ihr kommt hier nicht weiter, so. Und da haben wir fünf der Schwerter. Fünf ist ja auch mal so ein Entwicklungsprozess. Das ist aber auch sehr verbal, die Schwerter halt. Man kommuniziert hier, ist, man versteht sich überhaupt nicht. In der Kommunikation, ja, und das, du siehst hier, das ist ziemlich aggressiv und ich glaube, das ist das, aus was du befürchtest, wenn es hier zu einer Aussprache kommt, dass ihr völlig aneinander hier vorbeiredet. Aber das muss so sein, halt, weil es muss so sein, dass ihr sprecht, dass du das so weit vorantreibst, dass dieser Mensch sich hier emotional öffnet. Weil so passiert hier nichts. Guck mal, der Gehängte, der hängt hier so lange, ne, und der ist ja, hat hier ja die Erleuchtung, bis es nicht mehr geht in dieser Position. Und dann, ja, muss man halt was ändern. Der Gehängte steht auch für einen Perspektivwechsel, wie der auch immer bei euch sein mag. Werdet ihr diese Situation nicht mehr tolerieren im Mai. Das kommt hier so für mich rein, weil ihr seid an der Position, wo es halt nicht mehr geht, ne, wo dieser Stillstand nicht mehr zu handeln ist. Und ihr werdet auch wenn das hier wirklich zur Sache geht in der Kommunikation, werdet ihr das in Kauf nehmen. Wir schauen natürlich im Fortsetzungsreading auch dein Gegenüber, wie der das sieht. Das verlinke ich euch hier. Was hat der für eine Intention eigentlich? Warum hält er euch denn hier so lange im Stillstand? Und da haben wir eine Zeitkarte und Sternzeichenwürfel noch, aber ich nehme noch eine Karte aus diesem Orakeldeck, so als Rat vom Universum. Was gibt es da noch zu sagen? Die habe ich auch für die Jahresreadings benutzt hier, die Orakelkarten. Und da möchte ich jetzt eine Karte. Ja. Zwei sind hier, die ist rausgesprungen und die, dann nehme ich die. Wunderschöne Karten hier. Da haben wir einmal Bambus im Wind, Anpassungsfähigkeit und einmal blauer Schmetterling, Transformation. Genau das ist das, was hier immer stattgefunden hat. Du hast dich angepasst und jetzt ist das nicht mehr zu halten für dich. Du änderst dich hier, ne? Transformation. Du veränderst dich, du hast dich verändert, du machst das so nicht mehr mit, was wahrscheinlich die ganze Zeit lang funktioniert hat. Wie gesagt, wir schauen im Fortsetzungsreading, verlinke ich dir hier unter bei persönlichen Beratungen. Schreib mich an, wenn du das möchtest, oder gebe meine Website. Ja, astrologische Beratung biete ich ein kostenfreies Vorgespräch von 15 Minuten an. Wenn du so eine Beratung buchen möchtest, kannst du es auch über meine Website machen. Aber das gilt nur für astrologische Beratung, gibt es dieses kostenfreie Vorgespräch. Genau, ich wünsche euch einen fantastischen Mai, wenn wir uns nicht mehr gleich sehen. Macht's gut!